Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII Remake. Im letzten Part haben wir schon Willst du Wedge einfach die Versorgung. Er hat sich gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Um die Versorgung gekümmert. Mal besser gesagt um die Im Ausrüstung. Ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Core A hält und die Ausschau nach den Verdächtigen. Wieder mal Chaos bei Shinra geschürt. Jawohl! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Hey, hier drüben! Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreite Los, die Meldung, dass es sich um eine Fehlerhaftung handelt. Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Das war knapp. Wir machen das. Hey, Wedge. Alles klar? Boah. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Bruder! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz blau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Tja, sieht so aus, als würde Cloud schon langsam auftauen. Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung! Oh Mann! Das wollte ich schon lange mal ausprobieren! An alle Bürger, bitte bewahren Sie die Ruhe und bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihren Häusern. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle oder einer Ausrüstungsstörung aktiv wird. Bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Die Warnung ist schon schwer genug, ohne dass Sie dazwischen kommen. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Bitte begeben Sie sich unverzüglich. Wir haben auf jeden Fall für sehr viel Chaos gesorgt. Und definitiv für viel Aufruhr. Komm schon, hier lang! Jetzt kann uns nichts mehr passieren! Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen! Operation Sprengstoff Glaube, ein voller Erfolg! Jetzt kann bei der nächsten Mission nichts schief gehen! Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten! Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Oh. Ja. Echt? Aber auch nicht. Ich freu mich schon drauf. Na, und ich erst. Puh. Hier. Bingo. Hä? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher lustig. Hey. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs,
Bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Gut, dann mal los! Spring, Sam! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was war das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Ich bin nicht dein Kumpel. Schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja. Zusammen sind wir echt unschlagbar. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Ach, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Bix schon zurück sind? Tja, da hatten wir auf jeden Fall. Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Sind schon mal hier hinten angekommen. So eine friedliche Nacht. Ich will auch keine Waffe tragen. Ja? Ich würde lieber. Hier wohnt Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Tja. Und wenn wir zu Jesse, wenn Bix noch nicht da ist. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Ich glaube nicht, dass Cloud unschuldig ist, sondern eher, dass es sein Arzt ist, dass es nicht weiß. Wusstest du von der geheimen Arbeit? Morgen bin ich nach Sektor 5. Na kommt, meine Kleinen. Kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst.
Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde, schmier es drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz Lieber. Von hier aus seid ihr. Tja, jeden das Seinige. Wir sollen uns ja bei Jesse treffen für die Bezahlung. Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ah. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Tja, schwierige Frage. Ja, okay. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich habe auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jesse Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Chillen. Na? Oh, die Belege sagen mir nichts. Nichts, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Freund süß. Von Sauerkraut. Tja. Wie man auch immer von Sauerkraut süß träumen soll. Ja, das ist Glück. Schön, dich zu sehen. Wo ist Wedge? Zu Hause. Ah, das freut mich zu hören. Wir sollten alle gut schlafen. Morgen ist ein wichtiger Tag. Er sah den Plan schon scheitern, als Wedge meinte, er sei angeschossen worden. Vor Barrett hätte ich das nie verantworten können. Schließlich sind wir ohne sein Wissen auf die Platte gegangen. Aber wir hatten auch nicht wirklich eine Wahl. Ging schließlich um Jesse. Biggs. Jesse bastelt jetzt vermutlich die Bombe. Ob sie die überhaupt rechtzeitig fertig kriegt? Vielleicht sollte ich ihr helfen gehen. Beruhig dich. Hm? Tut mir leid. Aber ich habe da so ein mieses Gefühl. Sowas wie eine seltsame Vorahnung. Verstehst du? Denk an Slum-Regel Nummer 1. Hast recht. Gute Nacht. Dir auch. Vielen Dank für alles, Cloud. Tja, die Regeln des Slums, ohne die man hier nicht überleben könnte. Tja, wir sollten uns auch aufs Ohr hauen. Obwohl, ich will mal bei Chatly schauen. Vielleicht reichen die Kampfberichte ja wieder für eine neue Materie. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Okay, sieht nicht so aus. Hat ja eine neue Materie. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ich glaube, Mission haben wir ja auch keine mehr. Nee, sieht nicht so aus. Naja, dann folgen wir auch mit die Slum-Regel Nummer 1. Und gehen erstmal schlafen.
Ja? Warst ziemlich lange weg. Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tifa. Ja, das sieht noch ärger aus. Und die halten sehr viel aus. Okay, die haben keine besondere Schwäche. Das wurde das recht viele Korallen. Kein Ende. Das sollte reichen. Komm schon. Okay, ist nur noch eine Kreatur übrig. Durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mal ein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie tut. Oh nein! Nicht schon wieder. Ist noch ein Weg? Ja, hier lang. Okay. Hier also auch. Ich habe das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Schwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Tja, es werden auf jeden Fall immer mehr. Statt weniger.
Gutes für uns. Gut aus. Das wäre ein anderes Wesen als die anderen. Sieh dich vor. So wie es aussieht, es hat sehr starke Resistenzen. Was denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja, schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Cloud, wärst du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist?
Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Tja, allerdings werde ich den Part dann an dieser Stelle beenden. Lasst wie immer eine Bewertung, ich will nicht darüber freuen. Wenn ihr nichts zu verfassen wollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy VII Remake wieder. Ciao!